von den Händen zu den Füßen. 50 Millionen Schritte machen wir in unserem Leben im Schnitt. Der eine mehr, der andere weniger, aber so im Schnitt 50 Millionen, ganz schön weit. Fußpfleger und Podologen kümmern sich darum, dass unser wichtigstes Transportmittel richtig gut läuft. Das richtige Werkzeug für sie erleichtert ihnen nicht nur die tägliche Arbeit, es sorgt auch dafür, dass ihre Kunden wieder gut zu Fuß sind. Die folgenden Produkte in der Kategorie Fußpflegegeräte, Kabinen erfüllen all das auf besondere Weise und haben unsere Leser am meisten überzeugt. Beautyforum-Redakteurin Friederike Weiser stellt sie Ihnen vor. Da ist sie. Der dritte Preis in der Kategorie Fußpflegegeräte und Kabinen geht an das Lichthärtungsgerät Emmi Dualstar Digital Weiß von Emminail. Ganz hinten. Und den zweiten Preis erhält Ruck Mobil System von Helmut Ruck. Auf dem ersten Platz ist ein Gerät gelandet, das mit seinem hohen Bedienungskomfort, aber auch einfach dem Gewissen etwas punkten konnte. Den ersten Preis erhält das Fußpflegegerät Beartec A2000 von Gustav Beer. Verstehen wir, ich kenne sie irgendwoher. Ich habe sie schon mal gesehen. Treue und begeisterte Fangemeinde offenbar. Ich frage allgemein zum Thema Podologie. Wie ist es? Ist einiges passiert in den letzten Jahren, hat sich ja stark noch verstärkt im Markt, aber ist da auch eine Professionalisierung noch weiter zu beobachten? Tut sich da was? Oder eine Diversifizierung? In welche Richtung entwickelt sich dieser Markt im Bereich Füße? Also er wird, denke ich mal, in dem Bereich der Podologie auf jeden Fall noch stark wachsen. Wir haben immer noch zunehmende Zahl an neuen Podologieschulen. Die Schulen sind voll mit neuen Schülern. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir aber auch einen ganz, ganz großen Teil an reinen Fußpflegern. Und die werden auch mehr und die werden auch immer professioneller und wollen dann natürlich auch einen Teil von den Podologen abschauen. Und das merken wir natürlich schon auch bei uns. Das heißt, da kann man ganz gespannt beobachten, wohin es weitergeht. Aber dem Markt an sich tut es ja wahrscheinlich gut, wenn da möglichst viel Dynamik entsteht. Unbedingt, ja, genau. Dann alles Gute weiterhin, nochmal Glückwunsch und ja, heute Abend gibt es großen Grund zum Feiern im Hause Gustav Beer.